ich gehe mal wieder nach Stuttgart demonstrieren. Kommst du mit? Sabine, ich komme gerade aus Kairo und wollte gerade nach Athen. Ich meine, da geht's richtig ab. Was ist in Stuttgart los? Ja, immer noch dieses Wahnsinnsprojekt Stuttgart 21. Da muss man auf die Straße. Ja, da muss man auf die Straße, Freunde. Ich muss mich unbedingt mal melden. Das hier, das ist keine Satire. Das ist absoluter Ernst. Ja? Das ist so ein, ich hab's schon wieder vergessen, von welcher Partei, irgendwie so ein arbeitsscheues, linkes, grünes Gesopse. Ja, so ein Parteienvideo von ihr hier. Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Macht ja nichts, ja? Sag mal, Peter, was ist denn in Stuttgart los? Ach, halt's Maul, du dusselige Kuh. Hast wohl deinen Text nicht auswendig gelernt, so wie ich. Übrigens, ich komme aus dem Lachen überhaupt nicht mehr raus. Heute Morgen, Top-Meldung, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart das Büro von den Parkschützern durchsucht und haben verlangt, dass sie den Film rausrücken, der schon seit Wochen, diesen streng top-secret geheimen Film rausrücken, der schon seit Wochen im Internet zu sehen ist, wo sie den Polizisten totgeprügelt haben. Ja? Und der Mörder-Burner-Gag ist ja, Achtung Putte, jetzt kommt ein Gag für dich, wird er nicht gefallen. Wer ist der Chef von der Staatsanwaltschaft Stuttgart? Es gibt 5000 Euro zu gewinnen. Richtig, die Grünen! Geil, oder? Wenn die Revolution ihre eigenen Kinder frisst. Das wäre nicht zum ersten Mal so. Putte, schöne Scheiße, was? Macht's gut, ihr Facebook-Hackfressen. Sag mal, Ute, wollen wir nicht ein bisschen ficken gehen? Was? Die haben doch jetzt eine grüne Landesregierung. Die würde doch dafür gewählt, das zu stoppen. Nein, wirklich! Gewählt, um zu stoppen.